Ja, warum werden die meisten Schiedsrichter? Ich war Spieler im Verein, meistens linker Bankwärmer. Auch Jugendtrainer, und zu den Jugendspielen waren halt häufig keine Schiedsrichter angesetzt. Das war aber auch systematisch so. Insofern haben Jugendtrainer-Kollegen gepfiffen. Und das musste man natürlich irgendwann nochmal zurückgeben, weil das sollte ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Und irgendwann kam dann halt der Jugendleiter und hat gefragt, hey Martin, wie sieht's aus? Und dann habe ich einen Schiedsrichterschein gemacht. Und beruflich arbeite ich bei der Hochbahn im Vertrieb und leite da ein Team von 4 Leuten, mit mir 5. Und wir verantworten das Agenturgeschäft der Hochbahn. Also immer, wenn man in irgendwelchen Kiosken Fahrkarten kaufen kann, sind wir mit dabei. Das Tollste an der Schiedsrichterei ist wirklich, dass man in der Persönlichkeit wächst, im Selbstbewusstsein, in der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und das merkt man halt wirklich auch im Privaten und im Beruflichen halt auch. Bei Vorstellungsgesprächen ist das immer ein gutes Thema, wenn es darum geht, auch mal, weiß ich, Entscheidungen durchzusetzen oder unangenehme Entscheidungen oder Gespräche auch zu führen. Ja, ich habe mir halt tatsächlich immer vor Augen, dass ich die Spieler alle gleich behandeln muss. Sodass sie sich tatsächlich auch gerecht behandelt fühlen. Und dann darf es keine Rolle spielen und spielt es auch nicht, inwieweit ich mit ihnen vorher gut oder schlecht aneinander geraten bin.